Willkommen zusammen zu einem neuen Video hier auf dem Nordrhein-TV Play-Kanal. Es ist wieder soweit, der Megakonvoi wird starten. Pünktlich zu den, oder fast pünktlich zu den 15.000 Abonnenten. Starten wir mit dem Megakonvoi, vielleicht dann auch schon zu den 20.000 Abonnenten. Das wissen wir noch nicht so genau, je nachdem, ob wir das dann geknackt haben oder nicht. Werden wir hier mit dem Konvoi wieder starten und werden gemeinsam mit euch, mit möglichst vielen von euch, Spaß haben im Konvoi, werden von quer durch Europa fahren, und zwar von der Raststätte zwischen Venezia und Verona nach Swansea. Da geht's also hin. Ihr seht, es ist ganz praktisch, das ist hier so ringförmig angeordnet. Das heißt, ich hoffe, dass hier alle Platz finden, und wenn nicht, dann staut sich das hier vielleicht so ein bisschen. Genau, und alle Infos zu dem Konvoi bekommt ihr auch heute in diesem Video. Wir werden das allerdings auch nochmal aufschreiben auf unsere Website. Dazu ist der Link auch in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr irgendwas nicht genau verstanden habt oder noch Fragen habt oder sowas, oder ich irgendwas vergessen habe im Video, dann findet ihr das auf jeden Fall dort. Und was auch sehr toll wäre, wenn ihr dran teilnehmen wollt, am 3. September um 21 Uhr, dann sagt uns das gern, indem ihr an der Facebook-Veranstaltung teilnehmt, weil dann können wir das so ein bisschen besser kalkulieren. Das ist ganz, ganz praktisch für uns. Warum wir das so halbwegs kalkulieren müssen, dazu komme ich später nochmal. Grundsätzlich gilt aber auch bei diesem Konvoi wieder, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Das heißt, es gibt keine Auflagen, was ihr für eine Lackierung haben müsst. Keine Auflagen, ob ihr mit dem Auto oder mit dem Truck fahren müsst oder irgendwelche Ausstattungen haben müsst oder sowas. Sondern, wie gesagt, es soll Spaß machen, und deswegen, das passt auch nicht zu uns, sage ich immer wieder. Es passt nicht zu uns, dass wir so strenge Auflagen machen. Deswegen, unsere Empfehlung ist natürlich, hier wieder in diesem schicken Repaint zu fahren, beziehungsweise mit dieser schicken Lackierung. Das wäre natürlich echt cool, wenn viele damit fahren würden. Wenn ihr aber sagt, nee, ich hätte gern lieber die Lackierung meiner Spedition oder hätte gern sonst irgendwie eine andere Lackierung, dann ist das auch kein Problem. Und wenn ihr sagt, ich würde am liebsten mit dem Auto fahren, dann ist das auch möglich. Ihr müsst dann allerdings die Bremsstärke voll einstellen, sonst gibt das Probleme im Konvoi. Das wäre also zu beachten. Wäre blöd, wenn es da so viele Unfälle wie letztes Mal geben würde. Ich glaube, die kamen auch teilweise dazu, deshalb zustande, weil einige ihre Bremsen nicht richtig eingestellt hatten. Genau, das also dazu. Wie gesagt, am 3. September, 21 Uhr geht's los. Auf der Raststätte, ich zeige euch das gerade nochmal auf der Karte. Also hier auf dieser Raststätte geht's los, und wir werden uns entsprechend auch in diese Richtung hier, wie der Konvoi sich dann fortbewegen wird, aufstellen, und wir nutzen das System, wie das letztes Mal schon war. Das heißt, wenn ihr joint, setzt euch hier die Tankstelle als Speicherpunkt, und wenn ihr dann gespawnt seid, dann fahrt ihr schnurstracks hier weg von der Tankstelle, dass nicht Leute ineinander spawnen, das ist immer blöd, und setzt euch dann hier auf den Standstreifen. Das heißt, der erste, der wird dann hier stehen, ganz hinten, und der nächste, der wird sich dann vor den Truck hier setzen. Am besten kommt er natürlich mit einem Anhänger noch mit dran, aber auch das ist keine Pflicht. Der wird sich dann also hier vor den setzen, und der nächste, der dann spawnt, der wird auch schnell rausfahren aus der Tankstelle, sodass kein anderer in dem spawnt, und sich dann vor den setzen und sowas. Und der letzte wird dann quasi ganz vorne sein, und als allerletztes werden wir uns quasi vor diesen ganzen Konvoi setzen. Ich nehme an, dass ich so, ja, dass das den Anfang quasi bilden werde, hoffentlich. Also ich vorne fahren werde, und der Zengis, der ja streamt, der wird sich vielleicht hin und wieder mal zurückfallen lassen, sodass er das dann auch mal im Stream einfangen kann. Also es gibt auch wieder einen Livestream, eben auch zu dem besagten Zeitpunkt. Und genau, so ist das geplant, und achtet am besten drauf, dass ihr das dann auch tatsächlich so einhaltet, dass ihr hintereinander bleibt, dass ihr nicht überholt und solche Sachen, dass ihr ja nicht zu sehr laggt und sowas. Das wäre halt alles ganz cool, damit das nicht zu zu viele Unfälle dann in diesem Konvoi gibt. Und versucht auch nicht ganz schnell nach vorne zu kommen, das ist blöd. Wie gesagt, Zengis lässt sich extra zurückfallen,
damit jeder auch irgendwie in diesem Stream vorkommt und damit wir möglichst jeden auch mal sehen. Also genau, das ist also die grundsätzliche Idee. Und wenn Zengis dann am Seitenstreifen mal steht, einfach weiterfahren. So, wir fahren übrigens auch ohne Konvoi-Security oder solche Sachen. Wie gesagt, wir wollen, dass es Spaß macht, wir wollen das möglichst locker halten und ich glaube, dass wir das hinbekommen, dass ihr alle so vernünftig seid und eben nicht rammt oder solche Sachen. Das hat letztes Mal halbwegs gut geklappt und ich hoffe, dass es dieses Mal noch ein bisschen besser klappt. Uns steht ein Admin, beziehungsweise vielleicht auch zwei Admins von dem Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, beziehungsweise von Truckers MP zur Verfügung. Die werden das also begleiten, werden dann natürlich auch ein bisschen lockerer sein als sonst. Allerdings, wer da irgendwie meint, Geisterfahrer spielen zu müssen oder einfach mal sich quer auf die Bahn stellen zu müssen oder sowas, der wird dann natürlich gekickt oder im schlimmsten Fall gebannt. Also haltet euch einfach an die Regeln, die Truckers MP für den Multiplayer allgemein vorgibt und dann passiert auch nichts, denke ich. Es soll halt allen Spaß machen und es wäre blöd, wenn das so einige sabotieren oder sowas. Naja, und ihr habt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, wieder auf dem TS zu joinen, auf dem Teamspeak. Die Adresse dazu ist auch unten, beziehungsweise auf der Website nochmal vermerkt, wo alle Infos dazu bekannt gegeben sind. Und es werden auch einige YouTuber mitfahren. Aktuell ist bekannt, dass die Burning Gamers mitfahren werden, burninggamers.de. Und der Sachsen-Netzplayer hat, glaube ich, auch mehr oder weniger zugesagt, also ich hoffe, dass das alles klappt, dass er dann dabei ist, das wäre natürlich sehr, sehr cool. Wenn ihr jetzt noch sagt, der und der YouTuber muss noch dabei sein, dann schreibe ich den gern Flix an und versucht das irgendwie, oder wenn ihr selbst YouTuber seid und mitfahren wollt, dann schreibt mich gern an, dann kriegen wir das irgendwie hin, das wäre ja super, wenn wir das irgendwie, ja, wenn das irgendwie ein möglichst großer Konvoi werden würde und helft uns gern dabei, den Konvoi möglichst groß zu machen und noch gemeinsam noch mehr Spaß zu haben, indem man das teilt auf Speditionsseiten. Mit einigen Speditionen habe ich ja schon gesprochen. Aber wenn ihr das teilt auf Speditionsseiten oder keine Ahnung, wo halt die Euro Truck Simulator 2 Community so unterwegs ist, dann wäre das super. Und genau, vergesst nicht, auf der Facebook-Seite eben teilzunehmen, sodass wir wissen, wie viele Leute ungefähr kommen. Und wenn ihr kein Facebook habt, dann schreibt das einfach in die Kommentare, dass ihr teilnehmen wollt, aber kein Facebook habt. Dann können wir uns das ja denken, beziehungsweise dann können wir das so dazu rechnen. Wir werden das Ganze übrigens auf dem Server Nordrhein-TV Play Konvoi starten lassen, so soll er heißen. Ich hoffe, das klappt alles. Also es ist ein extra Server dieses Mal für diesen Konvoi aufgesetzt oder es wird extra dafür einer aufgesetzt. Sollte das allerdings nicht klappen aus irgendwelchen Gründen, dann werden wir auf dem Europe 3 Server fahren. Aber wie gesagt, erstmal abwarten. Also der Server sollte dann so am Freitag oder Samstag in eurer Liste erscheinen. Einfach nach unten scrollen, da wo man die Server auswählt und dann entsprechend Nordrhein-TV Play Konvoi auswählen. Genau, das ist also, das waren jetzt alle Infos, sind ziemlich viele Infos. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wenn ich doch was vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, dass wir das riesengroßen Spaß machen wird. Wenn ihr mitfahren wollt, dann tut das gerne. Wenn ihr nur zuschauen wollt, dann tut das auch gerne. Der Livestream wird also ziemlich bald angekündigt. Da werde ich den Link dann auch in die Videobeschreibung setzen. Und genau, auf Facebook wird es eine Veranstaltung geben. Auf der Facebook-Seite könnt ihr uns gerne folgen. Also alles ziemlich, ziemlich cool. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und genau, wenn noch irgendwas ist, schreibt es gern in die Kommentare. Ansonsten, toi, toi, toi für den Konvoi. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns schon mega drauf. Hört man vielleicht auch. Bis zum Konvoi spätestens sagen Zengis und ich, auch wenn Zengis dieses Mal nicht dabei ist. Tschüss!